Maserati greift an. Mit Transaxle-Technik und Pininfarina. Einem Designer, der Stahlblech ausformt, als sei es Stoff. Maserati ist da, wo es hingehört. Bei Ferrari, bei Schumi und Co. Weg von Fiat, wo man die Marke mit dem Dreizack bestenfalls halbherzig gedeihen ließ. Seit 1997 ist sie Teil der Gruppo Ferrari Maserati. Und das ist gut so. Das Selbstbewusstsein erstarkt und die Motoren auch. Für die wirklichen Liebhaber ist das kein Lärm. Es ist Musik und die 8-Zylinder machen eine wunderbare Musik. Es ist der Sound, der infiziert. Maserati-Fans investieren Unsummen von Geld in ihre alten Indies, Boras, Ghiblis, Biturbos, Kamsins und Meraks. Ersatzteile sind schwer zu kriegen und schlagen entsprechende Löcher ins Konto. Doch das Auto mit dem Dreizack am Grill scheint es wert zu sein. Man sagt ihm geradezu menschliche Züge nach. Der Maserati ist ein Auto, das sehr individualistisch ist und einen großartigen Charakter hat. Man kann ihn geradezu als charismatisches Auto bezeichnen. Ein Auto wie der Ghibli mit einem 4,9-Liter-Motor hat enorme Power. Früher sagte man in Italien, dass Gentlemen Maserati fahren und Playboys Ferrari. Die Gebrüder Maserati stammen aus Bologna. Das Wahrzeichen der Stadt ist Neptuns Dreizack. Ursprünglich baute man lediglich Rennwagen und keine Straßenautos. Auch damit ist zu erklären, dass Maserati heute sehr sportlich positioniert ist. Das Werk in Modena. Sauber ist es hier und leise. Derzeit gibt es bei Maserati nur 8 und bald auch einen 12-Zylinder. Und die sind nicht nur herrlich anzuhören, sondern auch wunderbar anzuschauen. Auf dem Prüfstand laufen sie einige Minuten und werden bis 7500 hochgedreht. Denn wer wie Maserati im Hochpreissegment Marktanteile erobern will, der muss nicht 100, sondern 150% Qualität liefern. Und da haftet den italienischen Herstellern bis heute nicht das allerbeste Image an. Wir verstehen unser Handwerk als Kunst und daraus entsteht ein einzigartiges Produkt. Das gibt dem Fahrer ein Höchstmaß an Emotion und Fahrspaß. Es ist ein Auto mit Seele und das ist das, was wir an unsere Kunden weitergeben wollen. Der Genuss, der Spaß, dieses Auto zu fahren. Man kann sich wirklich Schlimmeres vorstellen als eine Fahrt im Maserati Spider mit 390 PS. Aber wir verzeihen es noch immer nicht, dass ihr uns die Sichelrückleuchten genommen habt. Eine Besonderheit von Maserati, das Transaxle-Prinzip, das das Getriebe für eine bessere Gewichtsverteilung auf die Hinterachse verband. Transaxle ist ein sehr aufwendiges Verfahren, das anderen Herstellern zu teuer ist. Maserati ist unterhalb von Ferrari positioniert, aber oberhalb von Alfa. Es könnte durchaus sein, dass Alfa Romeo in die Gruppe Ferrari-Maserati eingegliedert wird. Somit könnte die Gruppe in jeder Preisklasse ein sportliches Modell anbieten. Maserati ist ein kleiner Hersteller, der heute pro Jahr gerade mal 3000 Autos produziert. In Zukunft mit dem Quattroporte werden wir dann bei 6000 landen. Irgendwann werden es vielleicht einmal 10.000 gefertigte Fahrzeuge pro Jahr sein. Doch wir reden hier von Autos, die vor allem in Handarbeit entstehen. Und das in einer sehr kleinen Fabrik, wo die Mitarbeiter sehr vieles per Hand machen. Nur so ist Maserati ein wirklich italienisches Produkt. Wir bauen hier keine industrielle Massenware. Heute verlassen 15, 20 Autos pro Tag das Werk, mehr nicht. Klein, aber fein will Maserati sein. Auch die Modellpalette ist nicht sehr groß. Es gibt das Coupé, den Spider und aktuell den Quattroporte. Mehr nicht. Kein Kombi, kein Geländewagen.
Die Marke Maserati hat jahrelang nur Rennwagen hergestellt. Es ist der ausdrückliche Wunsch von Maserati-Präsident Luca di Montezemolo, dass Maserati ins Rennen zurückkehrt. Das Rennen war immer das Leben von Maserati und wird es in Zukunft auch wieder sein. Ein erster Schritt zurück auf die Rennstrecke ist die Trofeo Maserati, eine exklusive Rennklasse für Maserati-Kunden. Dafür wurde eigens die Sonderedition des GT Coupés auf die Räder gestellt. Wir sind gespannt, was da noch kommen mag, damit Maserati dorthin geht, wo die Marke herkommt und hingehört, auf die Rennstrecke.